Schön, dass du da bist, lieber Fisch. Ich schaue heute für dich ins kollektive Feld für eine ganz bestimmte Verbindung. Und zwar in eine Verbindung, wo im Moment kein Kontakt herrscht. Es kann sein, dass du gar nicht weißt, wieso sich jetzt der Kontakt so verlaufen hat. Oder ihr seid gerade in Pause oder ihr habt sich getrennt. Die Trennung oder die Pause, dass das initiiert wurde, sollte aber jetzt nicht länger als ein paar Tage oder ein paar Wochen her sein. Also wenn du jetzt mit jemandem 20 Jahre keinen Kontakt hast, dann ist das Orakel nicht für dich. Ja? Du weißt, wie das gemeint ist. Ja, ich spreche aus der Sicht einer Frau. Wenn du ein Mann bist, traf das bitte entsprechend um. Und ich schaue mir zuerst einmal an die Verbindung, damit du weißt, ob du dich da wiederfindest. Was diese Verbindung für Qualität gehabt hat, als noch Kontakt herrschte, dann aber warum der Kontaktabbruch oder die Pause oder die Trennung initiiert wurde. Vielleicht kriegen wir sogar raus, von wem, von dir oder von deinem Gegenüber. Und dann schaue ich für den April 2022, ob da irgendwie ein Kontakt mit dieser Person zu erwarten ist oder kompletter Neubeginn oder. Was sie heute zeigt, lieber Fisch. Gut, dann starte ich los. Ich freue mich drauf. Welche Energie hatte eure Verbindung, als noch Kontakt war? Schauen wir da mal rein, gell? Und du schaust da. Ob du die da wieder findest. Wenn ja, dann schau gern weiter. Wenn nicht, dann schau bitte dein Aszendent, Sonnenzeichen oder Mondzeichen. Du weißt, es ist eine kollektive Legung und ersetzt keine persönliche Kartenlegung. Kann es auch nicht und soll es auch nicht. Aber das kollektive Feld hat schon was für sich. Da kann man schon einiges ablesen. Energie hatte diese Verbindung, als noch Kontakt bestand. Du bist auf alle Fälle müde. Du hast dich da weggedreht. Also der Kontaktabbruch ging von dir aus. Es ist so, dass das schon eine Verbindung war mit Aussicht in Zukunft, das sehr wohl. Dein Gegenüber liegt jedoch, wenn ich das so sagen darf, vom Bewusstsein her unreifer um einiges als du. Und du traust die weg von ihm. Also es ist so eine Qualität. Es hat dich etwas ermüdet innerhalb dieser Verbindung. Und ich schaue jetzt mal was. Es war ein Streit. Aber heftiger. Und er, interessant, jetzt erscheint als König. Also so unreif, wie er da oft auf dich zugekommen ist, innerhalb dieser Verbindung ist er gar nicht. Ist interessant, ja, lieber Fisch. Es war ein Streit, wo es sehr heftig zuging, sehr zerstörerisch. Er scheint sehr hart. Das hat dir ermüdet.
Sonst noch was zu dieser Verbindung, wo im Moment kein Kontakt herrscht. Ich habe immer wieder Auseinandersetzungen. Also einfach und so eine Distanz. Harte Worte, scharfe Worte. Und die sehr verletzt haben. Und ich habe eben, dass du die wegtraust. Es ist interessante Energie, ja. Es ist so leicht, also nicht leicht, ein unreifer Ort oder Art und Weise, wie er da auf dich zuging, Impulse gesetzt hat, mitunter so auf so eine wankelmütige Art, oberflächliche Art, wie sagt man da, unverbindliche Art. Potenzial hat diese Verbindung aber sehr wohl in was Solides und also beständige Verbindung, ja. Aber es hätte einfach gebraucht, dass dann diese Chancen ergriffen werden. Und da gab es einen Vorfall. Du bist auf alle Fälle in diese Pause gegangen. Ich habe dann gefragt, was dazu geführt hat. Das war ein Streit. Ein mächtiger. Und wo er aber distanziert, kühl bis kalt aufgetreten ist. Aus Seelenverbindung ist es schon, also von oben geführt. Darum tut die drei Schwerter. Das kann jetzt zwaralle bedeuten, lieber Fisch, du hast das jetzt bitte einfach eingespüren, ja? Das, was ich durchkriege, ist für manche der Sinn dessen, dass sie den Verstand in Herzensangelegenheiten, dass das darum ging, als Sinn in dieser Verbindung den Verstand einzuschalten in Herzensangelegenheiten. Und für die andere Gruppe ist es, ja, ist einfach Herzschmerz. Was hat dieses Gegenüber, gell? Du warst, ich spreche aus der Sicht einer Frau, wenn du ein Mann bist, trass es bitte um, aber dieser Mann, der tritt ganz seltsam auf. Wenn ich das mal so sagen darf, auf der einen Seite total unreif, also so botschert, könnt ihr das so sagen, ja, österreichisch, unbedacht, nicht reif, obwohl die Verbindung wirklich so viel Potenzial für was Beständiges hat. Und dann wieder erhebt er sie zum König. Aber auf so eine harte Art und Weise, in der Sprache, dass alles zusammenbricht, gebrochen ist. Ja, es ist jetzt so, ich habe jetzt gefragt, ja, wie die Qualität da bei euch war. Du, lieber Fisch, bist in die Pause gegangen, die vier Schwerter liegen bei dir, oder in den Kontaktabbruch oder Trennung. Okay? Von dir ging die Initiative aus. Schauen wir weiter, ne, lieber Fisch. Wenn du die da nicht wiedergefunden hast, ich habe es eh schon erwähnt, dann schau einfach der Aszendentzeichen, Sonnenzeichen oder Mondzeichen. Lieber Fisch.
Gut. Wie geht es für dich in dieser Konstellation weiter im April 2022, lieber Fisch? Im Kollektiv, was ist da im Feld? Einen Moment. So, da bin ich wieder kurz unterbrechen müssen. April 2022. Fisch. Fische. In dieser Verbindung, wo jetzt gerade kein Kontakt ist. Was spricht die kollektive Energie? Das sind drei schon her. Na ja. Dann mal um, gell? Im April muss eine Entscheidung her. Das ist von der Frequenz da. Es ist so, dass du dich da emotional rausnimmst, zurückziehst, entfernst, dein Gegenüber, also wo jetzt gerade Kontaktabbruch herrscht, beobachtet dich. Wir schauen weiter. Wann du da jetzt irgendwie einen Lärm hörst, das ist mein Kater, der da gerade sich austobt. Jetzt geht aber. Er ist wieder da. Fisch. April 2022, in dieser Verbindung, wo jetzt gerade Kontaktabbruch herrscht. Liegt jetzt schon zweimal, lieber Fisch. Es geht nicht um eine Balance. Er möchte auf alle Fälle gern Energie investieren, dass das da in der Partnerschaft, also dass da, oder weißt du, in was Gemeinsames, in ein Treffen gegangen wird. Aber ich habe schon wieder den Herzschmerz, ja. Er kommt auf dich zu. So ist es im Kollektiv, lieber Fisch. Im April 2022, gell? Ich möchte jetzt mal aber noch gerne näher anschauen, lieber Fisch. Wir haben da eh gesehen, also dass du dich da distanzierst, aber ich möchte mir das noch gerne näher anschauen. Danke auf alle Fälle für dein Abo. Wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann möchte ich darauf hinweisen, das ist kostenfrei. Danke fürs Like, danke fürs Teilen von meinem Kanal, wenn es dir gefällt. Ich sehe das in den Aufstellungen von YouTube, wie viele Likes sind, wie viele Abonnenten dazukommen sind. Und da sehe ich dann, was die, wie die Resonanz einfach ist, ob da das taugt. Die Themen, auch, die ich aufgreife. Ja. Das ist sozusagen dein Feedback. Und das greife ich dann natürlich in Zukunft auf. Ja. Dass sie mit einfließen, also drück gerne den Gefällt mir Button, wann das dir taugt.
Fische. Ich habe jetzt gefragt, was, was, worum geht es für dich? Wie wirst du reagieren? Ja? Und ich habe Durst einfach keine fürs. Also, keine Ahnung, was in diesem Streit war, aber du hast kalte Füße. In dieser Verbindung, wo jetzt kein Kontaktabbruch ist. Und bist dabei, das wirklich abzurunden und abzuschließen, lieber Fisch. Ja. Du hast kalte Füße. Du bist da ein Stück weit und dann vor allem feig geworden, ja. Du. Ja, so liegt es da. Ich meine, wir haben einen Herzschmerz, so ist es ja nicht. Also es hat die was schon sehr, sehr getroffen. Ja. Da liegt jemand Meicher, lieber Fisch. Und zwar jemand, der sehr reif ist. Vom Bewusstsein her. Es muss jetzt nicht jemand sein, der was Gutes für Ötter ist als du. Kann ein bisschen Zeit dauern, lieber Fisch. April 2022, ja, da könnte jemand anderer auftauchen, wenn du das willst, lieber Fischer. Ja? Und sagst, na, kommt überhaupt nicht in Frage, dann könnte doch jemand sein aus der Vergangenheit, gell? Hoppala. Ich sehe da die ganze Energie von diesem Versperren gegenüber diesem Mann, wo Kontaktabbruch ist. Ich möchte gerne was zum Herrscher wissen. Warte mal. Ui, die 10 Kelche. Ist jemand, der Potenzial auf eine Partnerschaft hat. Also wie gesagt, wann du die öffnen möchtest, lieber Fisch. Ja? Wann nicht, bitte schärf dein Herz und nimm dir das raus, was du brauchen kannst, denn entscheid frei, ja. Wie gesagt, das ist ein kollektives Orakel, gell? Ja. Du bist unsicher, wann der. Also, ich meine, vielleicht ist dieser Mensch eh schon in deinem Leben, das weiß ich nicht, ja. Aber wann der neich kommt, ich habe dann doch ein bisschen, dass ein bisschen Zeit verstreicht, ja. Bis dieser Mensch für dich wirklich Thema wird. Aber du bist dann unsicher, ja? Die Königin der Kelche, gell, und der Mond. Ach. Ja, du weißt nicht, was du tust. Was sollst du jetzt tun? Was sollst du jetzt tun? Und machst dir Gedanken ohne Ende. Fisch, das war's für den April. Wie gesagt, das kann dann im Mai oder Juni oder so ganz anders ausschauen. Auch mit diesen Menschen, wo jetzt da gerade eben Kontaktabbruch ist. Ja, im Moment ist da wirklich aus. Maus. Ist wohl etwas zu viel passiert. Lieber Fisch. Gut. Ich danke dir fürs Mitdabeisein. Viel, viel Segen für dich und bis bald, Stella.